Heute sind wir in Kempen unterwegs. Hier neigt sich im Moment der Kies- und Sandabbau dem vorläufigen Ende, so scheint es an diesem Baggersee. Doch wer kennt schon die weiteren Pläne der Kommunen, der Behörden und der Kiesindustrie? Warum sagen wir vorläufiges Ende? Vielleicht ermöglicht es, neue Techniken in der Zukunft noch tiefer als heute die Seen auszubeuten und den Rohstoff Kies zu fördern. Bestrebungen sind im Gange, Untersuchungen laufen, wie man hört, und die Kiesindustrie arbeitet daran. Doch nun schauen wir uns den Baggersee einmal an. An einer kleinen Stelle werden noch die Reste der Baggertätigkeiten beseitigt, die großen Geräte sind abgezogen und was bleibt zurück? Mit unserer Serie über die Baggerseen am Niederrhein wollen wir auf die Zerstörung der Landschaft hier am Niederrhein hinweisen. Man mag es in Teilen schön finden, einen See zu haben, umrahmt von Weidenbüschen und Wildwuchs an seinen Ufern. Man fragt sich, warum wurden hier kleine Inseln im See gelassen? Ist das schon ein Hinweis auf die spätere geplante Nutzung? Man fragt sich auch, unsere Behörden und Kommunen genehmigen diese Kies- und Sandabgrabungen und ändern Flächennutzungspläne, um den Kiesabbau zu ermöglichen. Gibt es bei der Genehmigung auch verbindliche Pläne für eine weitere Nutzung nach dem Kies- und Sandabbau? Alles Fragen und keine Antworten. Wir sagen Tschüsskes und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.